Servus liebe Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich mal wieder allein unterwegs, nicht mit Timo, habe dafür den Basepack auf dem Rücken, gewogen heute mit knapp 24 Kilo und ich befinde mich in einem Gebiet, in dem ich zuvor noch nie unterwegs war, jedenfalls mit der Overnighter-Ausrüstung und ich lasse mich mal überraschen von der Landschaft. Heute soll es eventuell auch noch etwas Niederschlag geben, das heißt, es könnte ein kleiner Regen-Overnighter anstehen und euch wünsche ich viel Spaß mit diesem Video und bis gleich. So, hier sind wir mittlerweile schon am ersten Ziel angekommen. So etwas wie ein kleiner, eine kleine freistehende oder freischwebende Hütte, die wir auf jeden Fall gleich mal betreten werden. Und ich vermute, hier haben wir einen schönen Ausblick über diese Gegend, was auch immer da in diese Richtung liegt. So sieht es hier oben aus. Wir haben einen wunderschönen Ausblick. Bewölkter Himmel. Vorhin ist schon ein bisschen Niederschlag runtergekommen. Hier sieht man zum Beispiel, da hinten regnet es. Und ja, da auch. Ich vermute mal, dieses Regengebiet wird dann auch auf mich zuziehen. Wir werden sehen. Ja, liebe Freunde, der ein oder andere von euch hat sich bestimmt gefragt, wieso meine Videos nicht mehr ganz so häufig auf dem Kanal erscheinen, beziehungsweise sie kommen ja noch regelmäßig. Das hat einfach folgenden Grund, dass ich jetzt nach meinem Studium in mein Referendariat als Gymnasiallehrer eingestiegen bin und demnach auch ein bisschen weniger Freizeit natürlich zur Verfügung habe. Dennoch habe ich es versucht, jetzt regelmäßig im 3-4 Wochenrhythmus die Videos zu drehen, zu uploaden, selbst die Zeit zu finden, eben ja Outdoor was erleben zu können. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und ich gebe mir beste Mühe, euch ja mit Videos zu versorgen. Eben sah es kurzzeitig noch mal so aus, als würde es regnen. Jetzt schaue ich in den Himmel und ein wunderschöner Sonnenschein ist plötzlich da. Mich erfreut das. Vielleicht wird es ja heute Nacht oder Nachmittag nochmal zu Regenfall kommen. Aber so muss ich mir definitiv die Regenjacke nicht anziehen und auch den Rucksack einpacken. Die erste Mittagsmahlzeit steht an und zwar haben wir hier Pomodoro Mozzarella. Das heißt, wir haben schöne Nudeln in Tomaten-Käsesoße, auf die ich mich außerordentlich jetzt freue. Ich habe Hunger mitgebracht. Das wird sich in feinster Sonne hier geköchelt. Ich
So, das ganze Essen wurde mittlerweile aufgegessen und ich befinde mich auf dem weiteren Anstieg auf den Berg, den ich besteigen möchte. Ich bin mal gespannt, wie es da oben aussehen wird, ob man da einen guten Ausblick hat. Und ihr seht es schon im Hintergrund, hier ziehen wieder einige Wolken auf. Ich bin mal gespannt, ob ich dann im Endeffekt Regen abbekommen werde oder ob die Sonne draußen bleibt. Schaut euch mal diese Landschaft an, einfach ganz, ganz viele Steine zerbröselt oder zerkleinert, die hier am Berghang liegen. Dann lauter schwarze Stämme, die scheinbar letzten Sommer oder so verbrannt sind. Die wurden jetzt im Nachhinein wohl gefällt, wir sind von alleine umgefallen. Ja, ein bisschen apokalyptisch hier die Stimmung. Und von der Seite hat man auch nochmal einen wunderschönen Ausblick auf den Nachbarberg hier. Und für mich geht es noch ein Stückchen hoch und dann schaue ich mal, was da mich erwarten wird. Also Freunde, ich war gerade auf dem Berg drauf, zumindest auf dem Gipfel, und ich muss sagen, der Aufstieg war vom Ausblick wesentlich schöner. Oben auf dem Gipfel selbst war ziemlich bewachsen alles, hat man kaum was sehen können, und hier bin ich mitten in einem felsenmeerartigen Komplex drin, und ja, für mich geht es jetzt weiter. In der Zwischenzeit hat sogar bisschen angefangen zu regnen, deswegen habe ich auch die Regenhülle auf dem Rucksack und die Regenjacke angezogen. Und ja, ich erkunde jetzt, was es hier noch so geben wird und bin mal gespannt, wohin es mich dann im Endeffekt verschlägt, um meinen Schlafplatz zu errichten. Schaut euch diesen Himmel mal an. Dunkelblau-violett da hinten. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera überhaupt so rüber. Auf der Seite sieht es auch zugezogen aus. Oh, ich denke, da wird was Kräftiges aufziehen, so wie es aussieht. Wenn die Windrichtung jetzt noch zu mir hinbläst, dann passt das. Dann kommt das auf jeden Fall her. Und man sieht schon über das Tal wandern die Regenwolken, beziehungsweise den Niederschlag sieht man auch schon runterfallen. Ja, ich überlege mal, ob ich vielleicht bald meinen Tarp aufspanne oder ob ich mich einfach hier drunter verkriechen werde. Hin und wieder hat man sogar auch schon Gewitterkrollen vernommen. Vorhin schon ein paar Mal, jetzt eben auch nochmal. Könnte sein, dass da was ankommt. Schaut es euch an. Man kann kaum was in der Ferne erkennen. Ihr seht, der Regen fällt da hinten schon runter. Und ja, ich bin eingepackt. Für mich geht es jetzt den kleinen Wanderweg hier weiter. Und ui, jetzt setzt der Regen schon ein bisschen kräftiger ein. Ich hoffe natürlich, dass ich gleich mal einen geeigneten Platz finde. Für euch mit schönem Ausblick, den ich dann überdacht abspannen kann.
kurzes Update von zwischendurch. Und zwar bin ich jetzt schon eine Stunde, eineinhalb Stunden weiter durch die Gegend gelaufen und irgendwie bietet sich hier kein wirklich guter Platz an, an dem man in Ruhe übernachten könnte. Ich bin immer noch auf der Suche. Hier sind immer noch einige Wanderer und Leute unterwegs, was mich eigentlich bei dem Wetter so ein bisschen überrascht. Aber ich suche weiter und wir sehen uns dann am Platz. Willkommen im Kochstudio, würde ich sagen. Und zwar habe ich hier einen kleinen Unterschlupf gefunden. Noch nicht meinen Unterschlupf, muss ich sagen. Der wird später erst errichtet, aber jetzt geht es ans Essen. Und zwar hat es eben nochmal angefangen zu regnen, deswegen habe ich mich hier reingesetzt. Und hier gibt es eine Menge. Wir haben heute so ein bisschen Hühnchenimitat dabei. Mal was Gesünderes, Verantwortungsvolleres vielleicht. Dann haben wir hier ein paar rote Spitzpaprika, die ihr von mir schon kennt. Und das, was ich schon lange nicht mehr dabei hatte, mein altbewährtes Fladenbrot. Und zum Nachtisch gibt es leckere Cookies. Ein paar Stück. Und ich fange jetzt an zu kochen und nehme euch ein bisschen mit dabei. Der gute Nachtisch steht an, meine Freunde. Und zwar freue ich mich sehr auf meine Cookies, die ich mitgenommen habe. Schaut sie euch an. Herrlich. Ein paar in der Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die werden sich jetzt genehmigt. Mittlerweile steht das Setup, das Tarp wurde abgespannt, auf der Seite vollständig auf den Boden. Von hier kommt im Übrigen auch der ganze Wind immer an. Und hier habe ich mir so einen halben Meter unten drunter Luft gelassen. Also es geht nicht ganz bis zum Boden. Auf jeden Fall habe ich hier genügend Platz, um dann mein Schlafsetup zu errichten. Ich mache mir das noch schön gerade da drin und dann baue ich das auf. Auch der Innenraum meines Aufbaus ist mittlerweile fertig geworden. Heute habe ich zwei Isomatten dabei. Einmal die Schaumisomatte, die Luftisomatte. Der Boden ist relativ ungerade und da liegen auch ein paar Steinchen oder richtige Steine, Wurzeln. Mal schauen, wie ich heute Nacht schlafen werde. Auf jeden Fall habe ich den Defense 4 dabei und der wird mich definitiv warm genug halten. Die Nacht soll es, glaube ich, gar nicht so kalt werden. Ich glaube 12 oder 11 Grad, also sehr, sehr angenehm. Und gleich gibt es noch einen kleinen Datencheck für euch. So, wie es ausschaut, habe ich heute 1447 Kalorien aktiv verbrannt auf einer Distanz von 13,78 Kilometern. Und der Anstieg, der stimmt nicht ganz. Da hat die Uhr irgendwie ein bisschen zu viel gezählt. Es müssten knapp 400 heute gewesen sein. Ja, und man merkt, es wird langsam windiger. Vielleicht regnet es auch heute Nacht noch ein bisschen. Auf jeden Fall bin ich hoffentlich sicher unter meinem Tarpaufbau. Und gleich geht es für mich um meinen Schlafsack. Ein bisschen entspannen. Dann sehen wir uns nochmal. Mittlerweile liege ich im Schlafsack drin und
Das heißt, für mich geht es jetzt gleich schlafen. Draußen ist es noch relativ hell, selbst um 21.40 Uhr noch. Und ja, ich sage damit gute Nacht und melde mich morgen früh wieder. Guten Morgen und damit ein herzliches Willkommen zurück. Ich muss sagen, die Nacht habe ich sehr, sehr gut geschlafen. Laut meiner Tracking-Uhr habe ich sogar genau 8 Stunden geschlafen. Dieses Regenbrasseln seit gestern Abend bis, ich habe geschätzt, 2, 3 Uhr heute Nacht war so angenehm. Hat eine tolle Atmosphäre zum Schlafen gegeben. Hier vorne ist hin und wieder ein bisschen Regen draufgekommen, dadurch, dass das Tarp hier endet. Ist aber nicht weiter schlimm. Meine Füße sind trotzdem trocken geblieben im Schlafsack. Und ja, für mich geht es jetzt raus, abbauen und dann zurück. Man muss schon sagen, es ist arg windig gewesen die Nacht. Vielleicht hört man es auch im Hintergrund. Der Wind peitscht hier so lang. Laut der Wetter-App haben wir nämlich gerade 8 Grad und mit dem Wind sind das gefühlt 4. Steht da drin, so fühlt es sich nämlich auch an. Es ist ordentlich abgekühlt. Gestern den Tag über waren es, glaube ich, auch nicht so viele Grade, 14 oder 15, aber jetzt eisig frisch. Ich befinde mich mittlerweile auf dem Rückweg. Ich habe es nicht ganz so weit. Ich glaube, es müssten nur 2 Kilometer oder 1,5 sein. Man sieht, ich komme langsam aus dem Wald raus, beziehungsweise hier gibt es eine Lichtung und schon ordentlich viel Nebel noch in der Luft. Gerade wenn man so in die Ferne guckt über die Stadt. Ihr werdet es gleich sehen. Liebe Freunde, damit sind wir nun am Ende meines Videos angekommen und die vergangenen 24 Stunden habe ich insgesamt 16 Kilometer zurückgelegt und einen Gesamtaufstieg von 400 Höhenmetern in etwa. Ja, das Wetter hat relativ gut mitgespielt. Tagsüber hat es nicht ganz so viel Niederschlag gegeben. Nachts und abends hat es ja doch durchgehend eigentlich getröpfelt, hat geregnet. Das hat mich ja sehr gefreut. Die Atmosphäre ist immer schön, wenn es regnet, da kann man gut schlafen. Und mir hat die Übernachtung soweit gefallen. Ich hoffe, das war bei euch genauso oder ist bei euch genauso. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, ein Abo und einen Kommentar. Und ich sage Servus und bis bald.